heute fährt Julie mal zum zur Abendlocation. Julie, den Kind. Julie wieder? Okay. Mit dem mit den Stern da drauf. Du liebe wieder zu Mama? Jetzt muss ich dir mal ein bisschen vor. What's your name? Julie. Julie? You're so cute. Blums gemacht. Haben wir Blums gemacht? Wie Blums gemacht? Ja. Ja. Nochmal, Carlo! Nochmal! Carlo, ich meine, wir beide! Ein bisschen über die Schulter. Ich kann auch mal. Mama macht auch rein. Jetzt muss ja mal lustig werden hier. Hey, Mama, Purzelbaumi! Guck mal, Julie, Mama macht Purzelbaum. Jamie, und jetzt die Mama! Hoppai! Ich hab einfach die Kamera gekauft. Ja. Sag die. Hey, Leo, jetzt was Witziges sagen. Sag mal. Monster Jump. Wow. Monster Jump. Hey, oh, yeah. Oh, flieg weg. Hey, ich zeig euch noch etwas. Jetzt rolle rückwärts. Rolle rückwärts mit aufstehen. Ich soll ihn noch einmal. Coco, probiert mal Rolle rückwärts. Was? Jetzt wird's, glaube ich, ziemlich lustig. Ja. Weißt du die Krankenhausnummer? Wie so ein Hummel. Ein Hummel beim Flug. Wir sind da mal ein bisschen weiter getuckert noch. So jetzt unten rum die Küste von Velassimos in Richtung Cagliari. Da hat man noch mal so ein bisschen wieder Strom gesaugt und mal ein paar Videos reingemacht. Ja. Und auch eine neue SIM-Karte, um halt noch mal Daten auch wieder laden zu können. Geht weg. So 10 GB sind hier mal schnell weggesaugt. Von daher haben wir uns da erstmal einen Tag durch die City geschlagen. Was immer wieder ist im Fall, wenn man aus der Natur kommt. Aber die Kinder haben auch trotzdem Spaß. Ja, da sind ja dann so diese glänzenden Blinkdinger, diese ganzen kleinen Tüte-Trains und diese Karussells und so. Ja, die kann man dann ganz gut das nutzen. Finden das auch, ist, die flitzen ja dann auch barfuß durch den ganzen Laden und machen da den ganzen Leute verrückt. Ja, wir lassen sie auch halt. Insofern mit den Flummis da rumgeflitzt. Für die Kinder ganz, ganz nett mal, auch in der Kühle. Und in den Supermärkten mal so ein bisschen einen Tag mal in der Zivilisation zu erleben, um jetzt dann wieder in der Natur zu sein. Sind jetzt hochgefahren, wieder auf der anderen Seite der Küste, zu den drei Gias, heißen die? Chias. Das sind drei wunderschöne Buchten nebeneinander. Torre di Chia ist heute so seit gestern Abend die erste Bucht gewesen. Wir saßen gestern noch hier noch lange am Strand, haben auf den Sternenhimmel lang angeschaut, mit Jamie noch über das Weltall philosophiert. Ja. Und die Unendlichkeit des Weltalls halt, viele Fragen, viele Themen. Wir müssen mal einmal rüberschwenken gleich zu den Kids ganz da oben. Ganz lustige Dinge. Das ist cool. Und warte mal kurz, die rutschen hier gerade den Berg runter da und haben da ein paar Geiß gefunden, während wir quatschen. Wir wollten gern kämpfen, aber du nicht mehr. Das ist echt cool, das sind echt
die finden immer noch Anschluss und... Ja. Bunny Julie ist ja da immer voll cool. Die ja. ist gleich bei Hund und Kunst, bietet Kekse oder isst selber welche. Das ist ja. voll cool zu sehen. Gleich in die Familie integriert. Dass eine Mama mit 4 Jungs gleich sagt, ach, sie würde es auch mitnehmen. Oh, eine Erbse gefunden. Und das ist schon supi. Ne? Ja. Guck, da sind die Leute, Julie. Zeig mal den Leuten deine. Und das ist eben das Coole an einem Camping, an einem Campingtouren immer im Sommer. Hackeis. Der Hunde musst du reinsehen. Nein, das noch mal sagen. Campingtour. Warte, Julie, warte. So. Und das Coole hier am Camping mit dem Caravan rumzutouren ist halt, du bist ortsunabhängig, du kannst überall bleiben, wo es schön ist ja. und weiterfahren. Und Einzige, man muss halt immer mal schauen, dass man so einen Parkplatz findet, wo sei nicht abzocken. Also hier geht es mal schnell für 10 Euro. Ja. Ich bin wieder da. Nicht so direkt davor, dann kann man nichts mehr sehen. Ich bin wieder da. Ja, ist ein bisschen hinter Mama. Und ach, Semi, so ist schlecht. Am besten dahinter, denn sonst kann man Mama jetzt gar nicht mehr sehen. So, du hörst ja dazu, aber müssen mal gucken, dass er nicht als Einziger dann auf dem Weg ist, weißt du? Man ja. muss immer gucken, wo man mit dem Caravan parken möchte, parken kann, ja. abends und nach. Ist ja mit 7 Meter doch etwas länger, unser ja. Schiff. Sonst kommt morgen jemand angerannt und will dann irgendwie Geld haben ja. und du denkst, Wobei, ja. wie gesagt, das hat sich heute gelohnt, das ist eine schöne Bucht hier, ich zeig's mal hinter uns. Ja. Kann man auch für Kinder, man kann weit ins Wasser reingehen. Für Julie ist es ein klein bisschen tief am Anfang, aber für Jamie, der kann da wirklich stundenlang drin rumtollen, ohne dass da irgendwelche Dinge sind. Das ist schön, das Wasser ist klar. Haben auch ein paar aber das ist ja fast Videos überall mit Fischen gemacht. Ja, fast überall. Hier gibt es wirklich super schöne Bucht. War eine einzige Bucht, die war, ne? Die so ein bisschen grauer war. Das war bei Moravera war es. Ja. Die war nicht so klar, aber das liegt manchmal an der Strömung oder was da so im Wasser los war. Oder auch Sandfarbe, ja. grau ist, wenn das Wasser auch grau aus. Ja. Die nächsten Tage geht es dann weiter jetzt hier hoch so die Küste. Die anderen. Zwei kleinen Buchten noch mal anschauen. Ja, genau. Und dann noch weiter hoch. Portopino. Super schön. Dünenlandschaft. Da war ich vor 10 Jahren. Das war wow. Mal gucken, wie die heute aussieht. Ja. Nach 10 Jahren. Ein bisschen kommerzialisiert so. Dann gibt es ja dahinter eigentlich nur noch Felsen. Und das ist sehr rau. Da kannst du dann wirklich surfen und so. Ja. Gucken wir vielleicht auch mal rüber. Vielleicht mit den Kindern auch mal hier noch so die eine oder andere Sehenswürdigkeit, es soll hier ja eine ganz coole Manufaktur für Kork geben. Ist hier auf Sardinien ja ein Produkt, was wir hier auch anbauen, so Kork von den Bäumen, wo man Korken, kennt ja jeder von der Weinflasche halt, aber wir machen es aus Kork viele Dinge halt, dass wir uns das vielleicht mal anschauen. Ist ja für die Kids vielleicht auch mal spannend, was es da so an Möglichkeiten gibt. So. Ja, ich bin ja auch nur eine halbe Portion. Das ist von daher haben wir noch ein bisschen Programm. Wir werden auf der Rücktour dann nochmal bei den Mädels ja, vorbeischauen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder Jamie, nochmal bei Arvin und Loveland vorbei. Der Stern ist echt schwer. Super. Und ist es super? Ja, dann mal schauen, wo es uns hintreibt noch so die nächsten Tage. Da melden wir uns dann immer wieder mal. Auch mal noch mit einem Statement über unsere Ideen, unsere Vorstellungen, was wir so halt machen wollen, was wir mit den Kindern machen, warum, wieso, weshalb. Dann haben wir wieder noch ein paar mehr Videos dann halt die nächsten Tage auch dazu beisteuern. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, genau. Alle zusammen. Gut, dann bis die Tage, Freunde. Ciao. Ciao. Willi, los, runter rein. Wow. Okay. Sie macht das so gut. Warum nicht über den Ruder? Ja.